Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute mache ich mal eine kleine, was heißt nicht Roomtour, eigentlich mehr Desktop-Tour. Irgendjemand hat da gefragt, so ist der Kommentar. Rösti-Bacon, genau. Mach mal ein Video, in dem du dein Setup oder deinen Arbeitsplatz zeigst. PC würde mich freuen und so weiter. Und ja, ich habe mir gedacht, das ist so ein Video, habe ich ja noch nicht wirklich gemacht und ja, wieso nicht? Das ist eigentlich noch eine gute Idee. Hab nachgeschrieben, dass ich das machen werde, also mache ich das auch. Muss ich zwar zugeben, oft wenn ich dann sage, ja, ich mache etwas, dann mache ich es dann oft auch nicht. Aber ja, beginnen wir doch mal mit dem Arbeitsplatz. Also eigentlich dadurch Arbeit, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich habe jetzt eigentlich, seit ich diesen PC aufgestellt habe, übrigens hier unten ist die Kiste, die läuft immer noch top. Falls ihr da etwas mehr dazu wissen wollt, ich habe dieselbe zusammengebaut, ich hatte auch noch ein Video dazu, dann könnt ihr das anschauen, das finde ich noch ein cooles Video, ist ein bisschen so, was soll ich sagen, ja, der Struggle und der Erfolg eines PC-Zusammenbaus, also des ersten PC-Zusammenbaus, aber eben, der läuft immer noch flott. Ich habe jetzt extra YouTube offen gehabt, zum zeigen eben, was ich denn so machen werde, also eben YouTube habe ich offen, dann Camtasia habe ich jetzt auch noch offen, habe ich jetzt gerade etwas gerendert für euch. Und iTunes ist eigentlich bei mir auch immer offen, ihr könnt da ein bisschen, wenn ihr das interessiert, was ich da so höre, also das meiste findet ihr nur auf Soundcloud, vor allem wenn es da kein Album hat, dann nur auf Soundcloud. Aber eben, das ist so ein bisschen meine Musik, halt so Future House und Trap, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sonst könnt ihr da gerne mal Soundcloud. Dann eben der Browser, eben manchmal noch Soundcloud offen, je nachdem. Und Steam natürlich, darf auch nicht vergessen, Steam ist auch immer geöffnet. Ja, ihr könnt mich adden. Ich heiße da zwar Gabriel8, aber ich glaube, ihr findet mich unter Mr8888X. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Jawohl. Oh, die iPhone-Kamera ist einfach gut, muss ich sagen. Bin ich immer wieder zufrieden. Ja, und was habe ich sonst noch? So, was mich auszeichnet? Klar, das Mikro, das ist wirklich sehr gut. Ich habe das für 60 Franken, glaube ich, geholt, was ziemlich günstig ist. Ich hatte dann noch einen Gutschein bei Brack, einen 20 Franken Gutschein. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich. Es funktioniert immer noch top, alles einwandfrei. Dann habe ich da immer noch eigentlich ein Wasser stehen. Meistens habe ich das auf meinem Nachttisch stehen. Ja, ich trinke einfach gerne zwischendurch etwas. Ist auch eigentlich gesund. Und ja, wieso nicht? Dann habe ich hier noch Boxen. Die habe ich jetzt eigentlich extra darauf gestellt. Ich wollte eben zuerst alles, was ich habe. Also nicht alles, was ich habe, aber alles, was so ein bisschen zum Setup gehört. Auf das Pult stehen, nachher habe ich mir gedacht, ja nee, wieso machst du das, bringt ja eigentlich gar nichts. Und darum habe ich da ein bisschen von Nachttisch abgeräumt. Also die stehen eigentlich meistens auf dem Nachttisch, wie hier, wenn ich da ein bisschen Musik hören will, je nachdem. Ich höre auch sehr oft über Kopfhörer, könnt ihr auch da sehen. Das sind so Xiaomi-Kopfhörer, also von der gleichen Marke wie das Telefon, wo ich geunboxed habe. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein Xiaomi-Fan geworden, also die machen wirklich sehr coole Sachen und zu einem sehr fairen Preis. Auch diese Kopfhörer sind einiges besser als die Apple-Kopfhörer. Also gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Dann haben wir hier das iPad Air. So, mal schauen, ob ich da irgendwie... Ihr seht es da immer noch gleich. Immer noch Jailbreak. Natürlich, was sonst. Ich muss sagen, ich bin mit diesem Teil auch immer noch sehr zufrieden. Obwohl jetzt irgendwie schon das iPad Pro Mini oder wie man dem sagen will rauskam, sehe ich nicht ein, warum ich jetzt das kaufen sollte. Ich meine, das läuft noch so flüssig, sogar mit Jailbreak läuft das noch sehr gut, all das. Bin ich sehr zufrieden, also behalte ich auch noch, auch der Akku ist immer noch genügend, also der reicht mir immer noch für wirklich ein langes Video schauen. Also dieses Teil brauche ich vor allem zum YouTube-Videos schauen. Ja, macht wirklich sehr viel Spaß, sagen wir es so. Cool, jetzt habe ich eine Twitter-Benachrichtigung. Dann hier nochmal irgendwelche Kopfhörer. Je nachdem, wenn ich da mal Kopfhörer angeschlossen habe, will ich vielleicht noch irgendwelche fürs iPad. Dann habe ich da keinen Bock extra die Zone. Ich meine, die waren irgendwie 5 Franken, 4,50, irgendwie sowas. 4,90. Inklusive Versand natürlich. Und die waren etwa 20, glaube ich, mit Versand. Alles von China, alles von AliExpress. Die einen dürfen sich natürlich denken, ah, was ist das für ein Typ, man hat alles von China eingekauft. Ja, ich finde es halt einfach besser, man bekommt viel mehr fürs Geld. Dann eben, das ist mein Handy.
Also Xiaomi Redmi Note 3 Pro Prime. Wenn ihr da irgendwie noch ein Review dazu wollt, dann schreibt es mir. Also ich würde gerne ein Review dazu machen, aber eben nur wenn ihr das wollt. Ich finde es wirklich, ja, ich finde es total gut. Also so viel steht schon mal fest. Also für 250 Franken würde ich jetzt behaupten, spoiler ich jetzt schon, oder könnt ihr nichts Besseres finden. Dann habe ich hier noch einmal Fonini. Bin ich jetzt auch wieder am Sammeln. Ich habe jetzt 2012 und 2014 habe ich nicht gesammelt. Ja, meine Freunde haben mich sozusagen überredet, wieder zu sammeln. Ich hätte wahrscheinlich nicht angefangen, bin ich ganz im Ernst. Ich meine, es kostet eigentlich extrem viel Geld für das, was Material wert ist. Also mit 100 Franken müsst ihr rechnen. Das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon locker ausgegeben für das. Aber eben, es macht halt Spaß, das Tauschen macht Spaß, das Einkleben macht auch Spaß und so weiter. Und hier habe ich noch ein Ticket für ein Event heute Abend. Wahrscheinlich werde ich sogar ein paar Videos einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Mal schauen, auf diesen Event freue ich mich extrem. Da habe ich schon, glaube ich, vor einem Monat oder so, habe ich schon das Ticket vorbestellt. Eben nach Future House Musik heute in Zürich. Yes. Freue ich mich extrem. Der Laptop, der steht einfach noch da, da ich den kurz in die, glaube ich, genau, ich war so faul, Leute. Das müsst ihr auch mal auf der Zunge euch zergehen lassen. Ich hatte keinen Akku mehr zuerst auf dem Xiaomi-Handy, dann hatte ich keinen Akku mehr auf dem iPad und dann keinen Akku mehr auf dem iPhone, irgendwie sowas. Und ich war wirklich zu faul, die jetzt einzustecken. Und dann habe ich gedacht, gut, holen wir das Laptop. Dann habe ich das gebraucht. Ah, Leute, es wird einfach schlimm, sagen wir so. Nee, warum ich das mache, ich mache es einfach, weil ich es kann, sagen wir so. Dann hier ist nochmals ein Xiaomi-Gerät, das ich aber nicht mehr brauche oder nicht mehr will, sagen wir mal. Nicht, weil es irgendwie nicht gut wäre, aber weil es für mich einfach nicht geeignet ist. Und zwar ist es ein Windows 10 Tablet. Ich hätte wirklich gedacht, Microsoft hätte da etwas Gutes in den Zauber mit dem Windows 10 auch für Tablets, aber ist leider nicht so. Da hier noch ein Paket für einen, der mir ein Flugzeugmodell gekauft hat für Ricardo. Also das wird verkauft und das wird auch verkauft an Ricardo. Darum steht das jetzt so da. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Wenn ihr mehr Infos zum PC wollt, eben, wie gesagt, ich werde euch wahrscheinlich die Playlist sogar unten verlinken. Dann hier, das ist auch sozusagen mein Setup. Ich habe da im ganzen Zimmer nur 3 Stecker. Das ist eigentlich ziemlich wenig. Einer ist schon besetzt von diesem Teil hier. Das ist ganz cool. Ich weiß nicht, ob man das jetzt bei Talk sieht. Ihr könnt es da anschalten. Nein, man sieht kaum etwas. Im Video sieht man, glaube ich, gar nichts. Es ist so eine Lampe unten dran. Warte, ich mache mal diese mal so. Zack. Anzünden. Zack. Und zack. Genau. Das ist wirklich sehr angenehm. Vor allem, wenn ihr da in der Nacht seid, dann könnt ihr das neben dem Bett drücken. Könnt da. Man sieht da etwas ein bisschen, das ist wirklich sehr angenehm. Dann, hier ist eigentlich etwas Wichtiges. Neben dem Bett, ich glaube, jeder hat so etwas. Also mich würde es wundern, wenn jetzt in der heutigen Zeit das niemand mehr hat. Dass ihr da gerade eure Geräte laden könnt und so weiter und so fort. Dann fragt ihr wahrscheinlich, wieso habe ich 2 USB-Kabel oder 2 Lightning-Kabel. Das eine ist nur zum Laden da. Das habe ich von China gekauft für irgendwie 2 Franken oder sowas. Ja, die sind ja qualitativ, sagen wir mal, nicht so gut wie ein richtiges Lightning-Kabel. Also laden geht, aber synchronisieren geht irgendwie nicht. Keine Ahnung, wieso, warum, darum habe ich mir noch ein originales geholt. Aber zum Laden und so werde ich jetzt das mitnehmen. Ich meine, dann spare ich das ein bisschen, weil die gehen so schnell kaputt und das nervt mich einfach extrem. Dann haben wir hier ein tragbarer Akku, auch von Xiaomi. Leute, ihr werdet wahrscheinlich das Gefühl haben, was ist das für ein Typ? Ich muss sie wieder mal ein bisschen putzen, die wird irgendwie recht schnell so fleckig. 16.000 mAh, recht viel, also da lädt ihr euer iPhone, also mein iPhone 6 Plus lädt ihr da mehr als einmal. Also etwa 3-mal, vielleicht sogar 4-mal. Ja, 4-mal vielleicht sogar. Also sicher 3,5-mal, würde ich jetzt mal sagen. Jo, was haben wir noch? Genau, hier ist so ein Adapter halt für Stecker, so, ich mach das schnell. Für solche Stecker da, eben ihr Xiaomi ist ja wirklich eine chinesische Marke, die leider nicht in Europa fungiert, sagen wir es mal so. Und das ist halt, ja, birgt halt gewisse Nachteile.
Dann Portemonnaie will ich eigentlich schon länger mal, oder Brieftasche, wie die Deutschen so sagen, will ich schon lange mal etwas Neues. Also ich meine, das sieht einfach scheiße aus, ganz im Ernst. Richtig, ja, halt gebraucht. Ist halt schade, was ich halt bei dieser Brieftasche wirklich sehr super finde. Ich muss schauen, dass ich da euch irgendwie nicht meine Idee zeige. Also wenn ich jetzt da aufmachen würde, dann hättet ihr da Platz für Idee und so weiter. Das finde ich sehr cool. Und dann das Geldfach. Das ist wirklich absolut genial. Und das haben viele haben das einfach nicht. Das nervt mich irgendwie so. Ich verstehe es nicht, wieso die das nicht machen. Dann hier habe ich noch Ohrenpfropfen, die habe ich rausgenommen von meinem Portemonnaie, da die so dreckig waren. Ich wollte mal die anschauen, sind die noch gut, aber Leute, wenn ihr das seht, die sind so dreckig. Ich muss sie auswechseln, also ich muss da andere holen, weil die stecke ich mir nicht nochmal ins Ohr. Die nehme ich eigentlich immer dabei, also muss ich eigentlich immer dabei haben, sollte ich immer dabei haben. Da im Club ist es halt einfach laut, Leute. Und ich meine, meine Augen sind so schon scheiße. Hashtag Brille und so, und dann will ich nicht noch, dass meine Ohren auch noch scheiße werden. Das ist wirklich so, es geht wirklich eigentlich um das, dass ich will da meine Ohren schützen. Weil, ja, ihr könnt, das sage ich euch jetzt einfach persönlich, wenn ihr in die Disco geht, nehmt einfach die mit. Vielleicht machen ein paar irgendwie dumme Kommentare, das ist ein bisschen nicht schlimm und so. Ich hatte mal so geile Ohrenpfropfen, Ohrenstöpsel, wie den sagen wollt, oder wir nennen sie einfach Oropax, glaube ich, eine Marke. Die leuchteten so im Schwarzlicht. Das sah ganz witzig aus. Dann haben mich auch immer ein paar gefragt, was das sei. Gut, das war's für mein kleines Setup. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. By the way, was ich noch sagen wollte, vielleicht fragen sich ein paar, wieso habe ich diesen Hintergrund. Ich habe irgendwie mal ein Design eingestellt, änderte das nie, weil ja, ich finde es eigentlich noch schön. Und ja, darum. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.